Die Eindämmungsmaßnahmen haben in den vergangenen Wochen zu einem deutlichen Rückgang der Infektionen geführt und dennoch sollen die Kontaktbeschränkungen beibehalten werden. Als einen Grund nennt die Landesregierung die Corona-Mutationen, wie die britische oder die südafrikanische Variante, die sich auch in Brandenburg verbreiten. Sofern die Zahlen nicht wieder steil nach oben steigen, werden am 22. Februar die Grundschulen öffnen, im Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht. Es gehe um Bildung, um soziale Kontakte und auch eine Entlastung für die Eltern, heißt es in der Begründung. In den Innen- und Außenbereichen von Schulen muss von allen Personen eine medizinische Gesichtsmaske getragen werden. Nur Kinder unter 14 dürfen in Ausnahmefällen eine Alltagsmaske tragen. Schulfahrten bleiben bis zum 31. März 2021 untersagt. Lehrkräfte und Beschäftigte in den Schulen können sich ab 15. Februar bis Ende April insgesamt bis zu 5-mal in einer Arztpraxis testen lassen. Sportanlagen unter freiem Himmel können wieder von Kindergärten und Horten genutzt werden. Ab 1. März können Friseurbetriebe unter Auflagen öffnen, da insbesondere ältere Menschen darauf angewiesen seien, so der Beschluss vom 10. Februar. Nur deshalb dürfen Friseurbetriebe öffnen, andere körpernahe Dienstleistungen bleiben weiter geschlossen. Tierparks, Wildgehege, zoologische und botanische Gärten fallen nicht mehr unter die Schließungsanordnung. Sie dürfen wieder für den Publikumsverkehr öffnen, ausgenommen sind die Innenräume. Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern und Reha-Kliniken sowie Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeheimen dürfen täglich von höchstens einer Person besucht werden. Die Gäste müssen in der Einrichtung und in den Außenbereichen eine FFP2-Maske ohne Ausatemventil tragen. Und ganz neu, Besucherinnen und Besucher benötigen einen negativen Test nicht älter als 48 Stunden. Nicht notwendige private Reisen und Besuche sollten unterlassen werden. Das gilt auch für überregionale touristische Ausflüge. Um Kontakte am Arbeitsplatz zu vermeiden, soll das Homeoffice weiterhin intensiv genutzt und das Präsenzpersonal stark reduziert werden. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur bei Vorliegen eines triftigen Grundes gestattet und es gilt weiterhin das Abstandsgebot von 1,50 Meter mit den bekannten Ausnahmen unter anderem für Angehörige des eigenen Haushalts, in der Kindertagesbetreuung und im Unterricht. Geschlossen bleiben der Einzelhandel und Gaststätten mit den bekannten Ausnahmen. Alle Regelungen im Detail finden Sie auch unter www.brandenburg.de.